Louis van Gaal, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, trotz Anlaufschwierigkeiten. Ja. Eine bewegte Woche. Sie sind wieder Erster in der Bundesliga, DFB-Pokal Halbfinale, Champions League Viertelfinale. Sind Sie wunschlos glücklich? Ich glaube nicht nach dem heutigen Spiel. Nein, wir sind nicht gut angefangen. Vielleicht die ersten 10 Minuten war es ziemlich gut. Aber danach haben wir die Positionen nicht beibehalten. Und ich denke, wenn ein Gegner so verteidigt spielen, dann müssen wir immer die Positionen besetzt halten. Und das haben wir nicht gemacht. Dann fand ich auch Robben in der ersten Halbzeit nicht besonders gut. In der ersten Halbzeit. Ja, ich bin auch einverstanden, das habe ich Robben auch gesagt. Aber es ist auch die Qualität von Freiburg. Sie haben eine gute Organisation. Ja. Gemacht und der linke Verteidiger hat sehr kurz gedeckt auf Robben und und Robben ist auch ein bisschen spazieren gegangen. Und das kann auch nicht, wenn ein Gegner so verteidigend spielt, dann müssen wir die Positionen besetzt halten. Und das haben wir in der Halbzeit korrigiert. Und ich glaube, dass wir von der ersten Minute an in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gezeigt haben. Und Robben hat dann das Spiel in der zweiten Halbzeit entschieden. Ja. Ich kenne Sie schon länger. Sie werden wahrscheinlich sagen, dafür wird er bezahlt, oder? Ich denke, dass Sie meine Pressekonferenz zugehört hat. Aber das denke ich auch. Er hat diese Qualität. Er darf diese Freistöße nehmen, weil er diese Qualität hat. Und im Anfang hat er noch nicht diese Freistöße nehmen dürfen. Aber jetzt bin ich überzeugt und ich bin auch sehr froh, dass er das macht. Aber ich denke auch, dass er dafür bezahlt wird. Ja, 10 Tore hat er schon erzielt, wie Gomez. Er ist eine absolute Bereicherung für den FC Bayern. Und Ribéry, hat Karl-Heinz Rummenigge uns vorhin gesagt, wird wahrscheinlich mit ihm in der nächsten Saison zusammenspielen. Na, das würde sehr, sehr fantastisch sein, weil wir Flügelspieler sind in der Welt sind nicht so viele gute Flügelspieler. Und ich denke, dass wir zwei Beste von Europa haben. So, das wird sehr schön sein. Vielen Dank, Louis van Gaal. Karl-Heinz Rummenigge, nach der Niederlage von Florenz, die ja für den FC Bayern im Endeffekt keine Niederlage war, haben Sie gesagt, wir dürfen jetzt nicht Gefahr laufen zu träumen. Hat Ihre Mannschaft heute über weite Strecken geträumt? Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit einfach keine Einstellung zu dem Spiel gefunden. Wir haben zu wenig Laufleistung gebracht, wir haben zu wenig Aggressivität reingebracht und dann wurde es natürlich auch mal schwierig, nachdem Freiburg das Tor gemacht hat zum 1:0, haben sie Selbstvertrauen gekriegt und dann haben sie uns große Probleme bereitet, muss man sagen. Die Verpflichtung von Arjen Robben war mehr als ein Gewinn. Er hat jetzt 10 Treffer, heute das Spiel gedreht. Ja, das war ganz wichtig. Also er hat 10 Tore gemacht. Das hat er, glaube ich, auch noch nie in seiner Karriere gemacht, so viele Tore. Und wir sind ja noch nicht am Ende der Saison angelangt. Also das war ein Volltreffer, muss ich sagen, der da dem FC Bayern gelungen ist. Ganz wichtiger Transfer. Wird Robben auch in der nächsten Saison mit Franck Ribéry in einer Mannschaft spielen? Ja, unser Ziel ist, das haben wir ja immer gesagt, dass Frank in München bleibt. Ich bin da auch optimistisch. Also wir haben ja jetzt das Viertelfinale der Champions League erreicht. Wir sind Tabellenführer noch in der Bundesliga und werden das auch hoffentlich bis zum 34. Spieltag bleiben. Unser Ziel ist, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Und da muss man sehen, was dann im Pokal auch noch drin ist. Kollege Holzhäuser gibt nicht auf im Kampf um Groß. Meines Erachtens ist die Entscheidung längst gefallen. Können Sie das nochmal klarstellen? Ja, das ist so ein bisschen das Pfeifen im Leverkusener Wald, habe ich den Eindruck. Ich habe da auch gelesen, er hätte gesagt, wir hätten ein Gespräch vereinbart. Ja, es gibt keine Vereinbarung. Ja, das möchte er haben. Also die Entscheidung ist gefallen. Ja. Es wird kein Gespräch geben mit Bayern München. Die Entscheidung ist gefallen. Toni Kroos kommt am 1. Juli zurück. Er wird dann gemeinsam mit Ribéry und Robben unsere Mannschaft verstärken und darauf freuen wir uns. Hört sich gut an. Noch eine kurze Einschätzung von Ihnen, Karl-Heinz Rummenigge, zu den Turbulenzen im DFB-Bereich. Gestern gab es eine beruhigend wirkende Pressekonferenz. Ist aus Ihrer Sicht, Sie haben ja ein gewichtiges Wort, national und international zu sprechen, um Dr. Zwanziger jetzt die notwendige Ruhe eingekehrt, die man braucht? Ja, ich wünsche es dem DFB, dass diese notwendige Ruhe jetzt eingekehrt ist, weil es war zu turbulent in den letzten Monaten, was da beim DFB passiert ist. Und ich wünsche Ihnen jetzt wirklich, dass Sie damit mit dieser Entscheidung, die gestern gefallen ist, zugunsten von Theo Zwanziger, dass damit auch die Ruhe einkehrt, weil der DFB muss sich jetzt dringend auf das vorbereiten, was demnächst kommt, nämlich die Weltmeisterschaft. Und ich glaube, die Nationalmannschaft braucht jetzt auch ganz einfach Ruhe und eben nicht diese Unruhe. Danke, Karl-Heinz Rummenigge. Bitte sehr.